ist Hundeversteher und Hundesportler. Lukas Pratschka, bekannt aus das Supertalent 2013. Er befasst sich intensiv mit Hundetraining und hat mit seinen Hunden schon mehrere Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien erzielt. Er kennt die Probleme und hat die passende Lösung dafür. Unterstützt wird er dabei von seinen Hunden Falco, Choke und Turner. In unserem heutigen Video geht es um das Thema Betteln am Tisch. Dazu bin ich heute bei der Verena und schauen wir das Ganze mit ihrer Goldie-Hündin Josie an. Also du hast gesagt, deine Josie bettelt immer, wenn du isst und am Tisch bist. Wie alt ist sie? Das ist mal ganz wichtig dazu. Die Josie ist jetzt 5. Okay. Ist seit 4 Monaten kastriert und seitdem noch besser im Betteln. Okay, also noch extremer. Ja. Ich würde sagen, ich möchte das einfach mal sehen, wenn du am Tisch sitzt und einfach mal was isst, wie sie darauf reagiert. Und dann können wir auch gleich mal starten. Ich würde aber sofort als ersten Trainingsschritt ein Halsband anlegen und irgendeine leichte Leine, die du zu Hause einfach so an dir dran lassen kannst, damit wir dann gleich reagieren können, falls sich die Situation schon so ergibt. Grundsätzlich ist es so, je öfter der Hund schon zu seinem Erfolg gekommen ist beim Betteln, das heißt jedes Mal, wenn er da sitzt und anstarrt beim Essen oder sich auch daneben hinlegt und trotzdem was bekommt, desto schwieriger ist es natürlich wegzubringen. Das heißt, wenn das jetzt schon 5 Jahre so passiert wäre, hätte man es ziemlich schwer. Was wir ihr jetzt einfach lernen, dass sie, bevor sie was bekommt, auch ihr normales Futter, bevor sie das bekommt, immer erst auf den Hundeplatz muss, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann einmal alleine dorthin geht. Das heißt, jedes Mal, wenn sie so vor dir sitzt und gern das haben möchte, was du auch willst, das heißt, dass sie bettelt, nimmst du sie einfach an der Leine, führst sie zu ihrem Hundeplatz, sagst auch noch dazu ins Bett, auf die Decke, am Platz, was du halt möchtest, gehst wieder weg und schaust, dass sie dort bleibt. Wenn sie kurz im Moment bleibt, kannst du hingehen und ihr dann eine Kaustange oder sonst irgendwas für sie extra geben. Damit man dem Hund das Betteln auch wirklich abgewöhnen kann, ist es ganz, ganz wichtig, dass die ganze Familie zusammenhält. Das heißt, es bringt nichts, wenn man einmal nur eine Person hat, die immer konsequent den Hund auf den Hundeplatz bringt, während der nächste immer dem Hund am Tisch etwas gibt oder ihn zwischendurch einfach mal füttert, wenn er vor einem steht. Das heißt, wenn wirklich alle zusammenhalten und konsequent dranbleiben, ist das Betteln ziemlich schnell abgewöhnt.